Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur bewegten Fastenzeit. Heute mit Stretch and Relax. Du darfst dich heute ein bisschen entspannen und dehnen. Und zwar genau da dehnen, wo wir oft verkürzt sind. Und durch unsere Alltagshaltung zum Beispiel. Also vor allem hier im Brustkorb, also die Brustmuskulatur, aber auch Hüftbeuge, Oberschenkel, Vorderseite. Der untere Rücken, also mach einfach mit, wie du dich wohlfühlst und ich hoffe natürlich, du fühlst dich nach dem Workout noch viel wohler in deiner Haut. Richte dich auf, Brustbein anheben, Schultern ganz entspannt nach hinten unten fallen lassen, stell dich hüftbreit auf, lass die Knie ein bisschen durchlässig und bevor wir jetzt starten mit dem Dehnen, darfst du dich schon mal räkeln und strecken, alle möglichen Richtungen so ein bisschen durchbewegen. Beginne im Rücken mit ganz kleinen Bewegungen, noch nicht über Kopf, erstmal nur die Schultern, die Ellbogen, die Beine und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich schon ein bisschen geschmeidiger an, dann kannst du auch die Arme über Kopf nehmen und dich da strecken und räkeln, atmen. Nie die Luft anhalten. Immer wenn du dich so streckst und dehnst, dann versuch deinen Atem fließen zu lassen. Und dann kommst du wieder zur Mitte zurück, lässt die Schultern weit nach hinten unten fallen, öffnest dein Brustbein, die Handflächen zu mir. Wirklich richtig schön weit aufmachen, spür die Dehnung vorne und atme aus und nimm beide Hände vorne zusammen, kreuz die Finger und mach deinen Rücken so richtig rund. Nochmal einatmen, kannst die Finger auch oder die Hände umklappen, dich aufmachen und ausatmen, rund. Und wenn du einatmest, kannst du auch hier den einen Arm etwas höher nehmen, probier aus. Wir haben mehrere Anteile in der Brustmuskulatur, die gedehnt werden möchten. Also ruhig auch mal einen Arm oder beide etwas höher nehmen. Und denk daran, deine Handgelenke nach hinten umzuklappen. Dann dehnst du auch gleich die Unterarme mit. Also richtig umklappen. Genau. Dein Tempo. Auch die Bauchmuskulatur ist oft verkürzt durch viele Sitzen. Also ruhig auch da spüren, wie du die auseinanderziehen kannst. Noch einmal aufmachen. Und dann löst du wieder und lässt die Arme ganz locker sinken, Schultern entspannen. Jetzt holst du dir ein Knie nach oben, fasst mit beiden Händen den Oberschenkel und versuch dich aufzurichten und dein Knie so hoch zu ziehen, wie es für dich geht. Und dann stell wieder ab. Wenn es dir zu wackelig ist, mach es wirklich nur kurz. Versuch die Balance zu finden und dann stell wieder ab. Spür die Dehnung gleich in der Rückseite. Darf wackeln. Halte ein Bein. Setz das Bein, das jetzt oben war, vorne auf mit der Ferse. Und dein Gesäß, das setzt du nach hinten unten. Knie strecken. Und langsam tiefer hinein sinken in die Dehnung. Spür die Rückseite hier, stützt sich auf die Oberschenkel, Schultern zurück und ausatmend so richtig hineinschmelzen nach vorne. Dann wieder aufrichten und gleich die Seite wechseln. Anderes Bein nach vorne, Knie strecken, Gewicht nach hinten. Gerade Rücken, ausatmend, tiefer sinken.
Und dann ganz langsam wieder nach oben kommen und rechts und links deine Beine in eine große Grätsche stellen. Knie etwas anbeugen, ein Arm nach oben, Schulter tief. Und dann neig dich so weit zur Seite, wie es für dich geht und spür die Dehnung seitlich in den Bauchmuskeln. Dreh dich auf und sinke da ein Stück tiefer. Und wieder zurück und wechsel die Seite. Andere Seite aufstützen, zur Seite sinken und da auch wieder rein spüren. Mit jedem Ausatmen ein kleines bisschen tiefer. Und dann langsam wieder zurückkommen. Aufstützen, deinen Rücken ganz rund werden lassen. Den unteren Rücken auch mit dehnen. Nochmal ganz gerade nach vorne schauen. Und noch einmal ganz rund, Kopf rein. Nochmal ganz gerade. Und nochmal ganz rund. Wenn du gerade bist, bleibst du. Und drückst mit deiner rechten Hand deinen rechten Oberschenkel weg, dreh dich weit auf die linke Seite und wechsel. Links drückt, weit nach rechts drehen. Und wechseln. Noch einmal, dann zur anderen Seite. Und dann bleibst du hier und verlagerst nach rechts und links und spür die Dehnung in der Innenseite. So weit, wie es deine Hüfte zulässt. Ist bei jedem anders, egal wie weit du da in die Grätsche kommst. Dann bleibst du auf einer Seite, kannst dich mit dem Unterarm abstützen, dreh deinen Brustkorb auf und geh nochmal in die Seitdehnung. Schau mal, Schulter zurückdrehen. Du kannst auch höher bleiben, das ist alles richtig. Dann wieder auflösen, Seite wechseln, Hand oder Unterarm abstützen, dreh dich auf mit der Schulter und zieh dich da so richtig in die Länge. Mit jedem Ausatmen ziehst du dich weiter, noch mehr in die Länge. Geht auch wieder hier. Alles gut. Und dann löst du wieder auf, stützt dich ab und rollst dich vom unteren Rücken startend nach oben auf. Komm langsam hoch und entspanne dich. Jetzt stellst du eine Fußspitze seitlicher hin, genau, und den anderen Fuß nimmst du dazu, so dass du jetzt so in etwa hüftbreit geöffnet mit deinen Füßen dastehst. Geht? Schieb hinten die Ferse tief, schau mal, dass deine Fußspitzen nach vorne zeigen und schmelze hier hinein,
Wir könnten auch Vedana aber heute einfach mal mit jedem Ausatmen versuchen, die Dehnung etwas in die Dehnung hineinzugehen. Knie strecken, Dehnung in der Wade spüren und langsam ein Stück weiter. Dann hebt die Ferse an, nimm den unteren Rand vom Becken und schiebe ihn nach vorne, spann dein Gesäß an und spür vorne die Dehnung, Hüftbeuger. Wirklich hier. Merkst du? Dann komm langsam wieder zurück und wechsel einfach zur anderen Seite. Beide Fußspitzen in eine Richtung. Vorne beugen, hinten strecken. Nochmal schauen, ob du das hintere Knie gestreckt hast. Schieb vor und versuch mit jedem Ausatmen ein Stück weiter nach vorne zu sinken. Dann heb die Ferse, spann dein Gesäß an und nimm den unteren Rand vom Becken nach vorne. Hier spüren, Hüftbeuger, immer weiter in die Dehnung, aufrecht stehen. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen, Beine auslockern. So richtig schütteln, entspannen, Schultern kreisen, rechte Hand auf die linke. Und jetzt ziehst du mit der linken Hand den Arm hier zurück. Schulter ganz tief, spür die Dehnung in der Schulter. Seite wechseln, anderen Arm über die Schulter, Schulter tief ziehen. Und mal wieder auflösen, entspannen. Einen Arm nach vorne und jetzt nimm mal die Handfläche nach oben, klapp die Handfläche zu mir und zieh hier den Unterarm zu dir ran oder die Hand zu dir ran, dann spürst du die Dehnung vorne. Schulter tief, das sind so kleine Dehnübungen, die du auch zwischendurch gut in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn es irgendwo ganz besonders angenehm ist, mach das öfters. Seite wechseln, Handfläche nach oben, nach unten, Ellbogen strecken. Wieder auflösen, lockern, Schultern lockern, rechte Schulter zieht tief. Lass den Kopf mit dem Ohr in Richtung Schulter links und hier ziehst du tief. Kannst du den Arm ein bisschen höher zurückziehen, wie es für dich angenehm ist. Probier aus, wo es besonders angenehm ist. Ganz langsam jetzt den Kopf nach vorne, spür die Dehnung weiter hinten, ganz nach vorne. Und zur anderen Seite.
Auch hier wieder Schulter tief, rechts locker, vielleicht ein bisschen höher, Ohr Richtung Schulter. Und langsam nach vorne, weiter hinten spüren. Ganz nach vorne hängen lassen, lass die Arme locker, spür deinen oberen Rücken, den Nacken. Atme aus, heb den Kopf, Schultern entspannen. Nochmal einatmen, lang strecken und richtig recken, lang ziehen in alle möglichen Richtungen, gähnen, Arme öffnen, jetzt zieh deine Ellbogen zurück, Dehnung nochmal vorne, öfters mal dehnen, das kannst du auch ganz gut an einer Tür machen, im Türstock. Wenn du am Türstock stehst, das Bein, das näher am Türstock ist, nach vorne stellen und dich dann ein bisschen aufdehnen. Rück mal zwischendurch ausprobieren. Löse auf und entspann dich. Spür einen Moment in dich hinein. Wie fühlst du dich? Ganz gern die Augen schließen. Wie fühlst du dich jetzt in deiner Haut? Vielleicht merkst du, wie angenehm so kleine Stretching-Einheiten zwischendurch sind. Vielleicht kannst du jetzt auch tiefer ein- und ausatmen, hast mehr Platz für deine Lunge. Und vielleicht fühlst du dich auch etwas gewachsen, aufrechter. Atme aus, öffne deine Augen. Atme aus, zieh die Schultern hoch. Atme ein, zieh sie tief. Aus, ein. Noch einmal, halte die Schultern unten und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne gefällt mir drücken, wenn es dir gut getan hat. Gerne natürlich einen netten Kommentar hinterlassen. Vielen Dank. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen, wertzuschätzen. Dankeschön. Den Link findest du unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du mich mit monatlich Was ist dir wertes unterstützen. Vielleicht im Monat 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10, was du möchtest. Du kannst es auch jederzeit abändern. Lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen oder sei ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training wieder dabei. Vielleicht sehen wir uns ja morgen schon wieder. Ich freue mich.